20. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Abai. Wo ist die Kotz? Von Peter Rosecka. Nicht gleich, wo er von Ort wird's Leben so süß sein, als wie in Obelsberg. Dobelsberger, die können's zweifeln. Wenn einer immer einmal was nicht ausgeht, wenn ein schwerer Schauer oder ein großes Feier oder eine neue Steuerentfernung frisst, das schon verhöht bitter wird auf der Welt, so gängen Dobelsberger her und noschen an Lezöten oder Herr Nitterferler. Oft ist Leben wieder süß. Wenn ein Nachbar sein Geld haben will, das er eins bringen hat und stark Revi wird, oder wenn's liebe Eva ein Panti ist für ein Kulmerswurzen, da geht der Mann und liebt ein wenig mit. Oft ist Leben wieder süß. Wenn ein Dirndl der Burt lieb aufgesagt hat, so kauft sie einen Lezötternen Reiter und Lezötterne Busseler dazu. Oft ist Leben wieder süß. Und wenn einer ins Herz gestohlen worden ist, so nimmt's dafür ein Lezötterns ein. Und so könnt ihr denken, dass Dobelsberger süße Leute sind. Und könnt ihr auch denken, dass der Lezöttner ein gutes Geschäft macht, Dobelsberg. Hat drei Häuser, der Lezöttner, und gehört zu den viernehmeren Leuten. Sie sind ein feiner Weltmann, weiß, was sie schickt und stellt sie gerne ein. So ist es allemal zu Weihnachten, dass der Obelsberger Lezöttnermeister Bienemann an ihren von seinen angesehenen Kunden eine Schachtel voll Lezötten spendiert. Der Herr Stadtdechant kriegt eine Schachtel, der Herr Bürgermeister kriegt eine Schachtel, der Herr Doktor kriegt eine Schachtel, der Herr Oberlehrer kriegt eine Schachtel, die Frau Bezirksrichterin kriegt eine Schachtel, weil der Herr Bezirksrichter nichts nehmen darf. Das feinste Gebacht ist, was der propere Lezöttner verschickt zum Heiligen Christfest. Kleine Geschenke der heutigen Freundschaft. Und die zahlt alles wieder an. Hierzu ist aber einmal gerade vor Weihnachten eine zwidere Geschichte gewesen. In Lezöttner sein kleiner Bub, der Toni, hat von der Schule eine schlechte Klasse heimgebracht, hat auch ein paar Mal über Mittag in der Schule bleiben müssen und weil er in Schulmeister einmal die Zunge gezogen haben soll, gleichwohl ein Schulmeister kein Doktor ist, so hat der Lezöttnerbub bei der Weihnachtszeit eine Strafaufgabe gekriegt. Muss der arme Kerl das Kapitel vom jiddischen Kini Nabuchadnosa dreimal anschreiben. Sein an die ganzen Weihnachtsfeiter verbot, den armen Bibel. Die Frau Lezöttnerin fippert vor Zorn so hab ist auf den Schulmeister. Die Faust tippelt's, mit Zimp Daugen auskratzen möchtin. Seiner still, sagt der Lezöttner zu der Frau, und los na Zeit. Unsern Lehrer wäre noch einmal eine Lezöttenschachtel schicken. Der kann sich freuen. Den tue ich was an, dass er drauf denken soll. Pass auf! Da hat sie sich zugetragen, dass in Hallingabend beim Lezöttner gerade die Graukatz hingeworden ist. Der kleine Bub hat es von Stadl reingebracht und heißt, sie war der Wirt geworden. Kommt aber nicht auf, wer es dann hat. Der Meister Bienemann ist gerade beim Lezötten einpacken für die Herrschaften. Und kommt mir jetzt ein guter Gedanken. So ja, der Lehrer sein Schachtel kriegen, aber gestatt Lezöten packt er die Totkotz ein. Die ist für Nabuchadnosa. Ein Strohbettel macht er und bett die Grau sauber drauf, deckelt Schachtel sorgfältig zu, bindt der Ratsbantel drüber, wie es der Brauch ist bei einem Liebspräsentel, und trag den alten Knecht auf, dass er jetzt Schachteln austragen soll zu seinen Herrschaften in der Stadt. Der Knecht, den er so einen Tag tänt voll Arbeit, schleppt geschwind noch einen Haufen Kisteln, Schachteln und Packeln, die überall umliegen, in die Vorratskammer, dass da einmal ein wenig eine Ordnung wird in so einem Tag. Oft geht er mit den Spendageschachteln und tragt es fleißig hin, wo es hinkern. Der Meister Bienemann hat ein gutes Herz. Und am Abend, wie er bei seinem Weinglas sitzt und die Langpfeifen mit Süberbschlauch tracht, die Langpfeifen mit dem Süberbschlauchtrachter nur zu einem hohen Festtag, für alle Tage hat es einen schlechten Zug. Am Abend also, wie er die Langpfeifen racht, der Lezöttner, da freut er sich still bei ihm selber über die Freude, die die Herrschaften mit Lezötten haben werden. Und am meisten freut er sich über den Lehrer sein Schrocken und Giften, wenn der, da werden schon die Zehnten nach dem Lezötten wassern, das Rotband losschnitt
Schachtel aufmacht und die Code sieht. Ja, mein lieber Schulmeister, der Nabuchodonosor. In Christops morgens, wie der Lezöttner in die Kirchen geht, schreiten auf dem Platz der Doktor zu: Bedank mich! Und geht vorbei. Drauf noch ein Gottesdienst, wie der Meister heimkommt, ist ein kleines Backel da von Lehrer. Aha, sagt der Lezöttner, er will mir einen Schuh ran tun. Aber ich sitze ihm nicht auf. Er trat das Backel aber hin und her, wo es etwa drei sein kann. Ein breites, viereckiges Backel. Die Katz ist nicht. Wer weiß, was für eine Bosheit. Wie fester, dass es ist, vier nimmt, das Backel gar nicht aufzumachen und zubundener wieder zurückzuschicken, umso größer wird Neugierigkeit. Auf einmal ist es offen. Ein schönes Buch. Naturgeschichte der drei Reiche mit Stahlstichen. Und ein Brief dabei. Was bedeutet das? Der Schulmeister schreibt: Euer Wohlgeboren, Ihre so freundliche Weihnachtsgabe hat mich diesmal ganz besonders erfreut. Ich ersehe darin nicht bloß die Wohlgesinnung, die Sie meiner Familie bewahren, sondern auch Ihre, ich möchte sagen, edle Hochherzigkeit, durch welche Sie auch in gewissen, manchmal ja nötigen Maßnahmen des Lehrers seine Sorge und Liebe für den Schüler erkennen. Gestatten Sie mir, dass ich Ihrem Söhnlein beifolgendes Buch auf den Weihnachtstisch lege, hoffend, dass ihm selbes einiges Vergnügen bereiten werde. An dem ausgezeichneten Lebkuchen haben wir uns schon gestern Abend delektiert und bei einem Glase Wein Ihrer und Ihres Hauses gedacht. Mit verbindlichem Danke, Ihr ganz ergebener Johann Buchner, Oberlehrer. Wie der Lezöttner den Brief gelesen hat, schaut er auf und sagt: Wo ist die Katz? Alles fällt übers Buch her und schaut's an und kann sich nicht nur verwundern über die mutschönen Bilder. Voran auf dem weißen Blatt steht geschrieben: Dem kleinen Anton Bienemann zum Andenken an seinem ihm stets wohlgesinnten Lehrer. Noch einmal fragt der Lezöttnermeister: Wo ist die Katz? Totenblass wird er im Gesicht, wann die Grau beim Stottechanten war. Oder bei der Frau Bezirksrichterin. Auf der Stö in Knecht ruft er. Der weiß von nix. Er hat Schachteln besorgt und zugestellt, wie es ein Auftrag worden ist. Aber ein Irrtum muss geschehen sein, schreit der Bienemann. Der Schulmeister hat eine unrechte Schachtel gekriegt. Er macht ihm jetzt ja wegen dem Schulmeister nichts draus, war eigentlich eher guter Lob, der Schulmeister. Aber wer hat die Katz gekriegt? Da fällt's ein, dass der Doktor heute früher über den Platz her so kühl dankt hat. Bedank mich! Und siehst nix? Natürlich wird er sich bedanken, wenn einem gestattet lässt, hätten wir eine tote Katz ins Haus schickt. Dabei der Meister noch wie besessen umeinander rennt im Haus, kommt der Kisterl von Stottechanten. Für den Lezöttner sein kleinen Burma ausgestopfter Kimpel. Was ist das? Soll das eine Anspülung sein? Der Dechant hat die Katz, fällt den Meister ein. Jesus Maria, jetzt ist die Blamage vierte. In Hut prakt er sie auf den Kopf. Ein nagelneuer Zylinder, und wir eilends zum Dechantenrenner, dass er ihn Irrtum konnte aufklären. Unterwegs auf der Straße begegnet ihm der Bürgermeister, der gerade mit einem Herrn Stadtrat in Diskurs ist. Was der sagen wird, denkt ihm der Lezöttner, und geht ihm gerade unter die Augen und macht einen recht buglerten Kurschamadiner. Der Bürgermeister ruckt den Hut und nix weiter. Kein Dank der Gott und kein Pfiat der Gott. Nicht ein Wörtel, gar nix. Der hat die Katz. Der Lezettner dreht sich um, geht wieder sein Haus zu und sinniert, was da zu machen ist. Bei der Tür steht der Gerichtsdiener. Ja, gute Nacht. Er hat was zu angegeben vor der Frau Bezirksrichterin. Ein kleines Backel in Seidenpapier eingemacht. Der Meister bachelt auf. Ein Tabakbeitel. Ein neicher Tabakbeitel. Rot eingeschnittelt, mit einem rämerten Buschen und mit blauer Seidener Sprichel eingesteppt.
Besser als im Sack die Katz ist der Tabak in der Katz. A Kotzenbeidel. Hier z'hommers. Bei der Frau Bezirksrichterin ist das graue Robbenviech. Der Lätzöttner lässt wieder in Knecht kämmer. Michel, sagt er, was hast du gestern für Rassau angehäpp? Herr Boder, wieso? Fragt der Knecht. Zu der Frau Bezirksrichterin hast du unser tote Kotz hintragen. Die Lätzöttenschachtel, schreit der Knecht. Die graue Kotz ist rein gewesen. Ah, bumm, Verwechslung. Aus der Weis ist... Der Knecht beitelt seinen alten Kopf und sagt, in der Richterin ihr Schachtel ist Lätzöten drein gewesen. Haben sie ja selber gesehen und gehört, wie die Frau über die Schachtel herfällt und aufschreit, Jesus, Lätzöten, und ihr Nosen zu wie steckt. Wie gut, dass er wieder schmeckt. Das stimmt freilich nicht, sagt der Meister. Ein Narr könnte einer werden. Ich weiß noch, dass der Schulmeister nicht hat. Aber die anderen? Und der Wöchte? Ich kann da nicht gehen von Haus zu Haus und fragen, mit Verlaub zu fragen, habe ich eigentlich nicht zu heiligen Abend der tote Kotz geschickt? Von den Christtag an traut sich der Meister Bienemann eine Weile nicht auszugehen. Kein Menschen traut er sich ins Gesicht schauen und den Herrenleuten schon gar nicht. Wie er einmal einen Magenkrampf anpackt, will seine Frau einen Doktor holen. Um Gottes Willen, jammert der Meister, nur einen Doktor nicht. Weil er sich fürcht, der Kunden in der Medizin die Katze anstatten. Sonntags drauf hält der Stadtdechant die Predi und erwischt die schlechten Leid, die in Priesterstand mit Schimpf und Spott verfolgen. Mi geht's an, denkt ihm der Lätzöttner, auf die Katze spüder. Der Bürgermeister lässt in derselben Woche Zetteln ausschlagen, dass die Leute ihre Haustiere besser warnen sollten, böse Hund lafferten um. Auf der Stadtplatzbank gespürt man die Hörner und sie ist auch allerhand Umkehrigs, das nicht sein dürfen. Sie ist auch allerhand Umkehrigs. Das kann auf die Grau gehen, denkt ihm der Lätzöttner. Oh, du verhöhts Viech, was machst du mir für Geschichten? Und wie der Bezirksrichter bei einer Gerichtsverhandlung wegen einer gestohlenen Katz in Meister Bienemann als Zeugen verlangt, da hält's der Meister nicht mehr raus. Wie verrückt schießt er um, dass er ihm da etwa nichts antut. Meine lieben Leute, das böse Gewissen. So wie der Dieb hinter an ihr dann schon damm sein Fanger sieht, so sieht der Lätzöttner hinter an ihr dann Menschen eine tote Katz. Gar kriegt der Courage und fällt ein, in Stierbarn Hernen packen. In Silvesterabend gibt der Lätzöttner ein Hausfest und lohnt den Stadtdechanten ein und den Bezirksrichter und den Bürgermeister und den Doktern und auch den Schulmeister, um den es heute aber nicht geht. Der nicht kimp, der hat die Katz. Er deckt sogar die Tafeln auf für 4 Gäste und 5 seine Eingeladen. Hier's was is? Sie kommen alle 5. Das macht den Meister neiding ihr. Denkt aber, na, wenn's er, der Gewisse, vergessen hat und nix nachtrag, umso besser, wollen wir auch nicht mehr dran denken. Drauf essen's und trinken's gut, der Meister lässt sie nicht spotten, wären lustig und gar meint der Gastgeber, schön war's, wenn hier zu jeder zum Zeitvertreib erzählt, was er heuer zu Weihnachten für Geschenke hat gekriegt. Da zählt's an jeder, Zigarettenspitzler, Taschenbücherler mit Kalender, seidene Halsbindler, Silberknöpfler, Tinkenzeig, Federmessler, Zindholzschachtler, der Bürgermeister hat sogar einen bornenen Ohrwaschel aus reingekriegt, weil er ein wenig Großherre ist. Na, und an ihr da eine Schachtel voll Lätzöten. Für wen? Das braucht man nicht sagen. Der Meister ist still und denkt, wo ist die Katz? Wie es gegen 12 geht, kommen die Punschgläser und der Gastgeber bringt zum Dazubeißen einen extra feinen Lätzöten. Frische Töller werden aufgelegt, silberne Messerli dazu. Der Meister Bienemann macht die Schachtel auf und tut dann Schrauch. Da is! Bockstarr liegt's da, die Grau, auf dem Stroh.
Often schlagt's Zwölfe. Mit einem solchen Klachter wird nicht leicht ein neues Jahr anheben, als für das. Der Lötzöttner hat die ganze Geschichte natürlich erzählt und hat er sich gewiesen, dass die Katzenschachtel, die in Schullehrer vermordet war gewesen, ganz zufällig in die QL-Vorratskammer zurückgetragen worden ist, wo es heute der Meister richtig wieder zufällig erwischt und auftragen hat. Der Schulmeister hat für eine solche Mahnung ein wenig ein schönes Gesicht gemacht. Da kommt zum Glück der kleine Bruder daher und bringt, dreimal sauber angeschrieben, in Nabuchodonosor. Ende von Wo ist die Katze?